Mach mal ein bisschen mehr hier. Dampf. Warte. Pia Face. Ja, Pia Face mag hier zum Eingang kommen, bitte. Und jetzt kommt nochmal musikalische Unterhaltung von Killismore. Hallo Berlin! Mein Name ist Scheißegal, weil es ist wichtig, dass ihr alle hier seid. Einen Applaus für euch selbst! Ich bin extra 800 Kilometer hergefahren. Sind hier noch Leute aus Österreich? Ja! Sind hier Leute aus der Schweiz? Ja! Wer ist hier mit einem Auto angereist von weit weg? Ja! Wer ist mit einem Bus angereist? Ja! Gibt es hier Berliner? Ja! Sind hier Leute, die Frieden wollen? Ja! Wundervoll, wundervoll. Wieder ein bisschen was Organisatorisches. Die Polizei hätte gerne, dass wir ein bisschen von der Straße hier zurück uns kommen, weil anscheinend ein bisschen mehr Platz geworden ist. Egal, kommt ein bisschen näher zur Bühne, dann können da hinten vielleicht auch wieder Autos fahren. Hin und wieder tue ich das selber. Man weiß, wie es ist, wenn man nicht fahren kann, wenn man will. So, das war's von mir. Viel Spaß. Dankeschön. Und ich habe mir gedacht, was ich euch denn noch erzählen kann. Weil ich dachte mir, ihr seid eigentlich gar nicht die richtige Adresse. Also habe ich mir gedacht, check ich mir mal die Nummer von Angela Merkel. Sollen wir sie mal anrufen? Einen Moment. Es tutet. Hallo Angie, einen Applaus für Angela Merkel bitte. Ah, sie ist nicht so begeistert. Aber sie hat gesagt, sie möchte euch auch mal erklären, was für ein Europa sie will. Ja? Hey, das trifft sich wundervoll. Das will ich nämlich auch machen. Okay, pass auf, ich schließe mal kurz das Handy hier an und dann machen wir einen Feature-Song. Kill Us More featuring Angela Merkel. Let's go. Die Technik müsste jetzt auf Live klicken. Ich liebe euch! Wunderschön. Ich sehe, wir haben technische Probleme. Gleichschaltung, Scheiße. Verschwörung. Verschwörung. A cappella! Okay, dann Okay, dann um die Zeit zu überbrücken, dann würde ich sagen, mache ich ein kleines A Cappella für euch. Weil es geht hier immer so viel um das Geldsystem. Ja. Dann machen wir kurz mal zwei, drei Fotografen bitte mal auf die Bühne, weil es wird gleich zu dunkel. Wir hatten alles eine rote Karte. Mach mal die Musik kurz mal aus. Los, wir hatten eine rote Karte. Rote Karte noch. Zeigt die rote Karte an die Regierung, an die Konzerne, an den Kapitalismus, an die Zentralbanken. Ja, los, ein paar Fotografen hier noch auf die Bühne. Zwei, drei Leute mit einer Kamera vielleicht. Zeigen wir die rote Karte. Was für ein geiles Bild. Ihr könnt nicht klatschen, aber das sieht Hammer aus. Ja, Mann. Wahnsinn, was für ein schönes Bild. Noch ein bisschen so bleiben, noch mal Kameras schwenken. Ist die Musik bereit? Ja, die Musik ist bereit, oder? Also, Rock'n'Roll, ihr Lieben. Das ist der falsche Song, wir brauchen den ersten. Mit Merkel. Killismore featuring Angela Merkel. Das Lied heißt Live, irgendwas mit Merkel. Kill Us More featuring Merkel, oder? Wundervoll! Ah! Herrlich! Let's go! Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Aber ich will es nicht, dass undemokratisch und so alternativlos ist. Ja, ich will Europa. Das ist doch selbstverständlich. Doch da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Denn euer Europa ist sicher nicht auf das der Menschen. Sonst hättet ihr nicht Angst vor demokratischen Prozessen. Frankreich hatte Nein gesagt. Holland hatte Nein gesagt. Irland hatte Nein gesagt.
Mann und Demokratie. Der Wille der Menschen ist euch doch nichts mehr wert, wie man sieht. Europa ist unsere Zukunft. Ich seh's genauso, doch Europa ist nicht EU, ist nicht Brüssel, ist nicht Euro. Denn wohin diese Reise gerade geht, das ist Hass, wenn in Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit platzt. Mein Europa ist ein Platz für die Freiheit. Eures ist ein Staat, in dem man Massen enteignet. Jugendarbeitslosigkeit und Straßenkämpfe. ESM und Euro für Finanzkartelle. Quecksilberlampen, die man uns einfach vorsetzt. Propagandatruppen in Black Frontex. Europa, das sind wir alle. Dann fangt endlich für alle zu gestalten. Ich will Europa. Doch das ist keins der Menschen. Ich will Europa. Doch wir meinen nicht dasselbe. Ein Europa für alle in Freiheit, das ist nicht euer Ziel. Doch das ist der Grund, warum wir auf die Straße ziehen. Wundervoll. Wunderschön, wunderschön. Aber eins ist noch ganz, ganz wichtig, weil ich jetzt hier gerade diesen Diskurs mit der Angela Merkel hatte. Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht auf einzelne Personen stürzen, weil die Angela Merkel ist auch nicht das Grundübel dieser Welt. Wenn die weg ist, wird diese vor Ort ersetzt durch eine andere Angela Merkel oder einen Angelo Merkel. Und es sind auch nicht die Manager, weil wenn der Manager seinen Job verliert, wird er nur ersetzt durch einen ebenso, wenn nicht sogar blöderen Manager. Und es sind auch nicht die Vorstandsvorsitzenden. Wir haben systemische Probleme, das sind strukturelle Probleme. Das System ist das Problem und nicht einzelne Personen. Keine Nationalität, keine Religion, keine Personengruppe. Vergesst das alles. Und es gibt überhaupt nur einen, der was ändern kann. Einen, der die ganze Welt ändern kann. Das bist du selbst! Und jetzt kommt der nächste Song, der euch zeigen möchte, was passiert, wenn wir jetzt nicht anfangen und diese wunderschöne Welt noch wunderschöner machen. Let's go! Das ist die Welt von morgen, meine Damen und Herren. Achtet auf den Text. Oh. Wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen. Wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen. Wenn Böden hier sterben, wir töten die Erde. Roten Urwald, schütten Gift und Öl in die Meere. Sag mir, wie soll es enden, wenn es nicht jetzt stoppt? Versteht es, für den Planeten gibt es keinen Reset-Knopf. Doch wir müssen mit dem Bösen hier umgehen. Nach uns die Sintflut ist das Motto des Systems. Und wir folgen einem Weg, der mit Kriegen planiert ist. Unsere Schritte sind vieles, doch sicher irreversibel. Und viele interessiert es nicht. Weil nur die Gier die Maxime in diesem mieseren Spiel ist. Was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen, wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr es nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für euch geht's um Gewinne und Verträge, doch für sie um ihre Leben. Heute hinterlassen, wo Zäune stetig wachsen, Träume hier zerplatzen. Wir hinterlassen Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen? Sag mir warum. Schau ihn tief in die Augen und verrat ihn den Grund, warum wir sahen, aber stumm zugesehen haben. Weil wir dachten, irgendwer wird's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren. Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir. Und weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier. Wir zeigen ihnen eine Welt von Hass inspiriert, denn wir retten weiße Banken statt Menschen auf der Straße. Zu denken, man kann helfen, sein verschwendete Gedanken, das ist letztlich, was wir pflanzen. In denen, die uns folgen, sind geprägt von was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Berlin! Alle Arme in den Himmel! Ist unser Erbe, das wir hinterließen, geprägt von Folgen
unserer Taten, die für immer blieben. Die Geschichte wird geschrieben, ganz ohne dich. Du kannst die Schuld von dir schieben, die Verantwortung nicht, weil auch nichts tun Folgen hat. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch die Welt von morgen an, morgen an. Ich zeig euch die Welt von morgen, passt auf. Mama, Papa, erzählt mir von damals, als die Luft noch frisch und der Regen nicht verstrahlt war. Denn mir erzählten meine Freundinnen, dass das Essen damals einfach von den Bäumen hing. Stimmt es wirklich, dass es früher eine Zeit gab, in der man draußen spielen konnte, in der wir frei waren? Ich wär gerne auch mal dort, da wo ihr wart. Ich schenke euch meine Tagesration, weil ich euch lieb hab, lieb hab. Wunderschön. Was für ein schönes Meer an Menschen, die Frieden wollen. Das ist so wunderschön. Denn das ist das, was auch die meisten noch nicht verstanden haben. Warum wir hier sind. Wir sind für den Frieden hier. Das ist es. Wir sind für Frieden auf der ganzen Welt. Für jede einzelne Person. Für jeden, egal wo er herkommt. Egal welches Land. Egal unter welche Flagge er sich stellt. Egal wie er aussieht. Egal wie er sich anzieht. Egal was für Musik er hört. Was für seine sexuellen Vorlieben sind. Wir sind für weltweiten Frieden. Für jedes Lebewesen. Deswegen kommt jetzt der wichtigste Song, der genau das zum Thema hat. Euch, uns, wir, hier, Peace. Wir brauchen später eure Unterstützung. Ich brauche später alle Arme und alle Stimmen. Es geht so. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich möchte niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich sowas in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Strom abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Peace. Dafür rede ich, dafür stehe ich. Peace. Peace! Keine Forderung, das gebe ich. Peace! Denn ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt schon, alle schreit für den Weltfrieden. Peace! 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 Kommt schon, schreit für die ganze Welt. Peace! Peace! Werden Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen. Nichts, denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Kriegerische Hetze dieser installierten Presse. Journalisten helfen mir, Klienten Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder. Und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, was diese schmiert. Finke schmieren und sie zielen auf das Wir. Das friedliche Gier werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm. Der Shitstorm seid ihr. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir. Peace. Keine Forderung, das leben wir. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Schreit so laut, dass auch Moskau uns hört. Peace. Peace. Schreit so laut, dass man uns auch nach Washington hört. Peace! Peace! Und Friede ist nicht rechts, Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Und jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren mit Massenpsychologie.
aus den Gedankenfabriken, wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden, sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, man, das sind 140 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Menschen, die an beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben mit Rüstungsindustrie. Sie schützen gut verdienen, es geht nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Oh nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch! Peace. Dafür reden, dafür stehen wir. Peace. Peace! Keine Forderung, das geben wir. Peace! Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Kommt und schreit alle für mich gemein.